Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind hier stehen geblieben in Irkindhand und wir müssen Mercer freifinden, den wir schon mal gesehen haben hier in der Höhle. Dieser Geruch. Hier stinkt es nach Falmian. Das muss ihr Schwarm sein. Ja, wir müssen uns ruhig verhalten, um sie nicht auf uns aufmerksam zu machen. Ach, der Fall, den kriege ich wieder. Sehr schön. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Okay, hier unten wird es weitergehen. Da hinten gucke ich mich noch um, aber was ist denn hier oben? Da müssen wir aufschließen. Nein, hier ist überhaupt nichts hier oben. Also so ein bisschen was hier, Silberbarren und Orihalkum-Barren. Ich glaube, die heißen so Orihalkum oder so ähnlich. Oh, geht mir doch nicht auf. Ich kann es kaum erwarten, meine Hände um den Hals dieses Dreckskerls zu legen. Ja, mach doch einfach mal. Renn mir doch nicht nach, sondern renn vor und mach doch mal ein bisschen was. Zwergenbolzen. Sehr schön. Sind bestimmt Falmer. Was macht denn der Hebel? Er macht ihn tot. Sehr schön. Kommen wir zurück. Bleibt das jetzt an? Selbst die Falmer haben nicht die Schmerzen verdient, die diese Vorrichtungen ihnen zugefügt haben. Bis letzte Worte. Goldene Halskette nehmen wir mal mit. Wir müssen. Die Zwerge waren ein Grau. Worte. Was haben wir denn da? Bücher. Könnt ihr euch durchlesen? Indem ihr Pause drückt. Lederstreif. Oh ja. Waspisgift nicht. Gescheite. Salz. Aber das ist toll, dass es hier. Seid vorsichtig. Wir können nicht wissen, was sonst noch in diesen Mauern lauert. Ja, Kalia. Alles okay, ne? Alles okay. Ach, ja. Warum rennen die eigentlich immer da durch? Ja, hier. Ihr werdet das hier hundertprozentig wieder aktivieren. Oh. Kalia, geh weg da! In dieser Kammer gibt es eine Menge Falmer. Wir können hindurchschleichen oder sie ausschalten. Mir ist es einerlei, solange wir zu Mercer gelangen. Ja, was ihr auch tun wollt, wir sind bei euch. Ihr wart einer Nachtigall nicht ebenbürtig. Kam ein Pfeil mir doch wieder entgegengeflogen, oder irre ich mich da? Bei Nocton als Gnade, ich werde euch besiegen! Aufgewärmt hatte. Gerade als du dich aufgewärmt hast, sind alle gestorben. Das ist traurig. Mal schön alles looten. Orkischer Fall. Schamanenschlüssel haben wir bereits. Bauen wir nicht nochmal. Dürften ja dann eigentlich keine mehr sein, ne? Aber eine Truhe. Ist immer schön. Ja,
Jetzt geh doch mal da weg. Seid vorsichtig. Alter. Wir können nicht wissen, was sonst noch in diesen Mauern lauert. Ja, man darf hier in diese zweimal Hütten echt nicht reingehen. Wir sperren dich sofort ein. Aber sagen wir hier drin. Sind wir hier durch? Ja, ne? Hier geht's nicht rein. Aufschließen? Warum aufschließen? Mal über hier durchgehen. Damit ist das hier schon mal kaputt. Ja, man verliert hier echt. Sehe ich hier jetzt schon wieder. Echt viele Pfeile. Naja. Ist halt so, ne? Wir nehmen jetzt hier auch alles weg. Ich kann Wasser durch diese Rohre fließen hören. Wir müssen uns unterhalb eines Sees befinden. Ja, das ist doch möglich. Verlier. So. Hier sind doch hundertprozentig wieder irgendwo eine Falle. Ja, da steht doch schon eine. Was war das? Komm, Feigling, kämpfen wir! Verstanden. Keine Gnade für die Schwachen! Nein, noch schon als Gnade! Ich werde euch besiegen! Ja! Ja! Das Jenseits wird euch dunkel. Ach ja. Bleib bringen. Wir haben natürlich echt, wie ich schon sagte, echt viele Pfeile, die wir auch finden durch die Palmer-Pfeile. Aber es ist halt nicht das an Pfeilen, was ich benutze. Naja, es ist halt so, ne? Ja. So. Wird hier unten noch der ein oder andere Fall mehr rum? Kann ich nicht gut anfangen. Okay. Aber es scheint mir, als würde das nicht der Fall sein. Experten. Okay, direkt abgebrochen. Ja, passt. Oder waren wir mal glücklich? Okay. Sie hat mich nicht wieder eingesperrt. Hätte sie zugetraut. Ah, hier dümpeln so. Ich habe etwas gehört, hier ist niemand. Ja, hier ist vielleicht niemand mehr. Aber hier Wahnsinn. Hier ist auch nur keiner mehr. Weil sie tot sind, Mensch. Hier ist drinne. Ball mehr. Oh, ein Stab. Und ich trage zu. Okay. Was habe ich denn bei Bekleidung? Habe ich da irgendwas, was nicht so, was man echt nicht braucht? Oh mein Gott. Was schmeißen wir denn mal weg? Irgendwas an Zutaten? Komm hier.
so viel. 21 Stück weg. Können wir uns zumindest wieder bewegen. Ein bisschen. Wenn ich hier so weitermache und wieder alles mitnehme, können wir uns gleich wieder nicht mehr bewegen. Ich muss mal von hier irgendwas, was das verursacht 20 Gewicht. Ich muss da dringend in meinem Heim, Riesenheim, aussortieren. Hat sich demnach nicht gelohnt, dass ich diese Bergblumen weggeschmissen habe, weil wir haben uns ja eh kein großes Gewicht weggenommen. Naja, hier können wir auf jeden Fall nicht mehr wiederholen. Das steht schon mal fest. Deswegen weiß ich. Ah, hier. Er ist ganz in der Nähe. Da bin ich sicher. Dann wollen wir doch mal Heiligtum. Er ist hier. Ah. Er hat uns noch nicht gesehen. Das. Brynjolf, behalte die Tür im Auge. In Ordnung, Mädchen. An mir kommt niemand vorbei. Klettert den Vorsprung dort hinab und seht, ob ihr. Carlia, wann werdet ihr endlich lernen, dass ihr mich nicht übers Ohr hauen könnt? Beweg dich! Als Brynjolf euch zu mir brachte, glaubte ich zu spüren, wie der Wind sich plötzlich drehte. In diesem Augenblick wusste ich, dass es so enden würde, mit einem von uns beiden vor der Spitze einer Klinge. Gib mir den Schlüssel, Mercer. Was hat Carlia euch in den Kopf gesetzt? Geschichten von ehrbaren Dieben? Schwüre voller Lügen und gebrochener Versprechen? Nocturnal schert sich weder um euch noch um den Schlüssel oder um sonst etwas, das mit der Gilde zu tun hat. Es geht nicht um Nocturnal, das hier ist etwas Persönliches. Also Rache? Habt ihr aus der Zeit, die ihr bei uns wart, nichts gelernt? Wann werdet ihr eure Augen öffnen und erkennen, wie wenig sich unsere Handlungen unterscheiden? Wir beide lügen, betrügen und stehlen, um unsere Ziele zu erreichen. Ja, ja. Im Unterschied zu euch besitze ich noch ein Ehrgefühl. Offensichtlich werdet ihr den Skelettschlüssel nie so sehen wie ich, als Schlüssel in eine Welt unermesslichen Reichtums. Mhm. Stattdessen habt ihr euch entschieden, über euren verbohrten Ehrenkodex zu stolpern. Wenn jemand fällt, dann ihr. Dann sind die Würfel gefallen und meine Klinge wird einmal mehr Nachtigallenblut kosten. Carlia, um euch kümmere ich mich, nachdem ich eure lästigen Gefährten beseitigt habe. Bis dahin solltet ihr vielleicht Brynjolf besser kennenlernen. Was geschieht hier? Ich kann nicht aufhören! Verschwindet, ja. Verdammt sollt ihr sein, Mercer! Oh. Kämpft dagegen an, Brynjolf! Er hat die Kontrolle über euch übernommen. Ja, ich hab's gesehen. Mehr habt ihr nicht drauf! Ja, das wirst du schon auch sehen, was ich drauf habe.
wieder zu viel. Okay. In diesem Fall werden wir aber mal gucken. Fahren wir Ohren mit 15 wegschmeiße. Ich habe von irgendwas ganz, ganz viel. Hier. 23. Noch ein bisschen was Schimmerpilze. Nee. Bitte Berggut. Nee. Hier bei den Schaurus-Eiern da. Hier. Zack. Davon noch 28 wegschmeißen. Dürfte es doch reichen, oder? Ja. Alles zusammen, weg. Schnell. Holt den Skelettschlüssel und das Auge und dann nichts wie raus hier. Genau, guck mal, wie das funktioniert nicht, Mädchen. Das blockiert die Tür auf der anderen Seite. Sie bewegt sich nicht. Ja, wir müssen einen anderen Weg hier hinausfinden, bevor alles unter Wasser steht. Nein! Hab ich den hier schon? Oh, scheinbar. Irgendetwas blockiert die Tür. Okay. So, einfach mal hier hoch. Wo sind die anderen beiden? Müssen wir rein, Leute? Nee, in die Ruhe kann ich nicht. Leute, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Wenn das so war. Okay. Alles klar. Das Wasser steigt schneller an. Ich möchte hier raus. Wir haben den Skelettschlüssel, Leute. Bedeutet? Gilde ist für uns erst einmal erledigt. Schnell hier rauf, Bronzewasserhöhle, Bronzewasserhöhle. Tut mir leid, Börschchen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wir reden ein andermal. Ja, achso, sprich mit Kalia. Alles klar. Ich kann kaum fassen, dass es vorbei ist. 25 Jahre im Exil. Und dann ist es geschafft. Einfach so. Jetzt müssen wir nur noch für die sichere Rückgabe des Skelettschlüssels sorgen. Hört sich nach einem Kinderspiel an. Das wird leider nicht so einfach sein. Als der Skelettschlüssel aus dem Dämmergrab gestohlen wurde, wurde uns der Zugang zum inneren Heiligtum versagt. Die einzige Möglichkeit, ihn zurückzuerlangen, führt über den Pilgerpfad. Ihr seid wohl nie dem Pilgerpfad gefolgt. Er wurde nicht für die Nachtigallen erschaffen. Er wurde erschaffen, um die zu prüfen, die nocturnal auf andere Art dienen wollten. Deswegen weiß ich nichts darüber, was euch erwartet. Dann sollten wir gleich aufbrechen. Brynjolf wird in der Diebesgilde gebraucht, um die Ordnung aufrechtzuerhalten, während ihr fort seid. Und ich? Ich kann nocturnal nach meinem Versagen beim Schutz des Schlüssels einfach nicht gegenübertreten. Ich fürchte, ihr müsst das Ende eurer Reise allein antreten. Ja gut. Keine Sorge, ich werde den Schlüssel zurückbringen. Nehmt dies mit. Ich bin nicht sicher, ob es euch innerhalb der Grabstätte helfen wird. Bitte nicht. Aber ich brauche es sicherlich nicht so sehr wie ihr. Bitte nicht. Diesen Bogen besitze ich schon fast mein ganzes Leben lang. Und er hat mich noch nie im Stich gelassen. Ich hoffe, euch bringt er ebenfalls Glück. Dankeschön, Katja. Ich trage zu viel und kann nicht rennen. Wollen wir doch mal gucken, ob wir, was kann denn da eigentlich dieser Bogen? Nachtigallenbogen war das, ne? Wo ist er denn? Bogen der Nachtigall? Ah, da. Ja, der ist schon ganz gut. Verursacht beim Ziel 10 Punkte Vorstand und 5 Punkte Blitzschaden. Macht aber genauso viel Schaden wie unser jetziger Zwergenbogen. Wir werden den anderen nicht nehmen, weil ich den die Verzauberung nicht
kannst du aufhören mit Seelensteinen, aber habe ich gar keine Lust drauf, dass das irgendwann leer ist, dann kann ich auch gleich den behalten. Ist sowieso immer an den ungünstigsten Zeitpunkten leer und jetzt muss ich wieder einiges ablegen. Oh. 19 Stück. Von 10 Stück. Und hier von Blitzresistenz, schön. Hier von 13 Stück. Und schon. Ah! Ja, Nachtigall? Ja, ich habe gar nicht mit dir geredet. Tut mir leid, Börschchen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wir reden ein andermal. Ah, eine Truhe. Totalen Jai zurück. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Okay. Lassen wir einfach violette Bergblume, was weiß ich, 5 Stück da. Wieder rennen. Ja, sehr schön. Wir gehen als erstes zu Talen Jai und bringen ihn makellosen Amethysten. So, und wie ich das schon vorher mal gesagt hatte, diese Quest werden wir noch nicht verfolgen und wir behalten Nocturnal Skelettschlüssel. So, hier werden wir jetzt eine Quest von machen, nämlich kehre zu Talen Jai zu. Okay. Das ist dann hier hinten und wir wollen doch einfach mal, ja, wie war das noch so, schnell reisen, weil Talen Jai befindet sich, soweit ich weiß, genau in Rifthorn. Und da müssen wir die makellosen Amethysten abgeben. So, Talen Jai. Wo steckst du? Im Bienenstich. Bürger von Rifthorn, höret meine Worte. Die Rückkehr der Drachen ist kein einfacher Zufall. Ihr habt ganz schön Mumm, euch hier blicken zu lassen nach der Sache mit Kerava. Ja, ich habe aber die Amethyste für euch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Solche Großherzigkeit findet man heutzutage nicht mehr oft. Hier. Nehmt das als Bezahlung für euer Opfer. Und nein, ich, nein. Also wir beide, wir danken euch. Bitte nicht. Oh, gut, das ist schön. Verzieht euch einfach. Möge Mara euch segnen. Ja, wunderbar. Mara, wir vollziehen auch Hochzeitszeremonien für alle Liebe. Ja. Aber ja, natürlich vorausgesetzt. Typischerweise ist die jemand, der einen... Wenn dann jemand Interesse zeigt und beide sich auf ein Aber natürlich. Im Augenblick könnt ihr am besten mit Münzen helfen. Ja, komm, danke. Spende mal. Ich verspreche euch, dass damit Gutes getan wird. Mara, es ist nicht leicht, ihre Gaben in diesem... Okay, dann ist lasst egal. Von euren Flaschen mit ihren üblen Flüssigkeiten ab. Nee. Bla, bla. Kerava, wir können uns doch sicher irgendwie einig werden. Diese Leute müssen ja, sich... Ja, ist rausgeschmissen worden. Lutscher. So. Weißlauf. Schnellreisen. Oh, das war dumm. Weil ich möchte mir doch jetzt Einrichtung kaufen, Leute. Einrichtung. Da gehen wir nochmal auf die Map und reisen schnell zur Drachenfeste. Weil wir dort. Wartet! Ich kenne euch doch! Vogt sprechen. Von Jarl Balkruf. Um ein bisschen unser Häuslein einzurichten. Ich weiß gar nicht, wie viele Goldstücke wir haben. Muss ich gleich mal nachgucken. Och nee. Wo ist denn der Typ? Das gefällt mir nicht. Wer bist du eigentlich? Vater sagt, dass ich zu jung bin, um mit einem Schwert zu trainieren. Also übe ich mit meinen Fäusten. Wo ist der Vogt, wenn man ihn braucht? Ist der hier oben? Wer bist du? Und wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Gut gemacht. Ja, kann das
Gut, krieg hin. Da unten ist, glaube ich, der Kerker. Das ist hier. Was ist das? Kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden, okay. Die Algemächer. Vielleicht hat er da auch irgendwo sein Gemach, der Vogt. Das ist ja herrlich. Das Gold zu Gold nehmen. Ja, wir haben fast 3000 Gold. Mit 3000 Gold wird man doch bestimmt einiges anfangen können hier. Oh, da war ein Gold. Ich möchte nämlich 3000 Gold bekommen. Kann ich bestimmt ein bisschen mehr einrichten, wenn ich das zusammen habe. Als nur ein bisschen. Gut, hier ist nichts, hier ist auch nichts. Mal gucken. Schön. Nochmal 7. Hast du den jetzt ausgepackt? Und nochmal 11. Damit haben wir die 3000 voll. Hier wird ein Nichts sein, nehme ich mal an. Hier oben vielleicht irgendwo. Nur euer Gold, nichts anderes. Noch eine Truhe. Ja, das, ein ungewöhnlicher Stein. Und noch ein. Warum hast du das jetzt nicht mitgenommen? Ich habe da drauf geklickt. Hallo? Mein Gott. Wo könnte dieser Vogt rumlungern? Wartet! Oh, jetzt gehe ich nach Weiß. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Da hast du komplett richtig gehört. Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Sollte sich ach Mann, ich will doch nur den Vogt finden, Leute. Drachenfeste, ja, aber der muss doch hier irgendwo sein, oder nicht? Komm, gehen wir nochmal in die Drachenfeste. Vielleicht steht er ja jetzt auch wieder beim Jarl. Ach, hier oben bin ich rausgekommen. Sehr schön. Ach, da ist er doch. Hallo. Ich diene Jarl Balgruuf als Vogt. Ich möchte mein Zuhause anrichten. Da helfe ich euch gerne. Sehr schön. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten, sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Das werden wir gleich und sehen. Und natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens. Ja. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Also, als allererstes möchte ich ein Alchemielabor haben. Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ja, Dachbodendekoration. Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ich möchte alles kaufen. Speisesalz. Sehr wohl. Ich werde alles Nötige. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ja. Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ich möchte das alles kaufen. Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Okay. Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ich könnte jetzt noch mein Alchemielabor durch ein Kinderzimmer ersetzen. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. So. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Dann werden wir mal gucken, wie es jetzt... ach, jetzt habe ich das wieder gedrückt. Wie es jetzt... Warum komme ich hier raus? In unserem Haus Briesenheim aussieht... Ganz anders als vorher, das ist schön. Und da läuft die Lilia rum. So. Bücher und allem möglichen Kram. Hier werde ich... Oh, ein Dedraherz, nämlich aus feines orange Fallfedern. Hier werde ich alle meine Zutaten hinbasteln.
zeige euch jetzt gleich nochmal, wie es hier aussieht. Räume nur die hier ein. Bei dem Rest braucht ihr ja nicht dabei sein. So interessant ist das Einräumen jetzt auch nicht. Ich habe da ein System, wie ich es einräume. Okay, habe ich da jetzt... Nein, habe ich da jetzt für das Tagebuch mit reingemacht. Ist aber nicht so schlimm. Ja, Kücheneinrichtung, ne? Hier vorne so ein Esstisch. Schöner Küchenschrank und hier ist unser Alchemielabor halt eben. Da ist noch eine Truhe mit dabei. Genau, da können wir dann mal gucken. Hier werde ich wahrscheinlich die Tränke drinne lagern. wenn ich mal Essen haben sollte, werde ich das Essen wahrscheinlich hier drinne lagern, im Schrank. Oder vielleicht auch hier in dem Schrank. Mal gucken. Gehen wir doch mal nach oben. Dieses Zimmer war ja von Anfang an fertig eingerichtet, das von Lydia. Da werden wir überhaupt nichts mitmachen. Das ist ihr Reich. Da will ich überhaupt nichts mit zu tun haben. Hier werden wir alles Wichtige reintun, was Waffen und Rüstung betrifft und Schilde. Dann haben wir hier eine Kiste für Wertvolles. Ein Achtschrank sozusagen. Hier für besonders Wertvolles. So, es gibt später Masken und sowas alles. Das werden wir da reinsortieren und dädrische Artefakte, dazu kommen wir dann später noch. Und ja, beim Rest schauen wir dann mal. Okay. Was hast du in meinem Schlafzimmer zu suchen? Was benötigt ihr, mein Tane? Nix, dass du aus meinem Schlafzimmer rausgehst. Böse Sau. So, wie dem auch sei. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch diesem Video einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und in dem Sinne würde ich einfach mal so sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Let's play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Bis dahin, ciao!